Servus YouTube und herzlich willkommen zum Start des letzten FIFA 16 Karrieremodus hier auf meinem Kanal. Bisher habe ich 15 Minuten aufgenommen und wisst ihr, was ich in diesen 15 Minuten bisher alles gemacht habe? Richtig, ich habe versucht, diesen scheiß Anfang jetzt mal irgendwie aufzunehmen, weil ich es nicht hinbekomme. Ich bin momentan einfach so aus dem Kommentierflow raus für einen Karrieremodus, dass ich einfach es nicht schaffe, irgendeinen vernünftigen Anfang zu finden. Und ich will das Ganze jetzt auch nicht so gestalten wie der Bernay, also der Hansus, der irgendwie gefühlt nach jedem zweiten Satz cuttet und irgendwie finde ich das so ein bisschen, weiß ich nicht, also ist jetzt nicht meine Art, irgendwie nach jedem zweiten Satz einen Cut zu setzen, sondern ich versuche hier irgendwie mal flüssig am Anfang ein paar Sätze rauszuhauen und irgendwie funktioniert das Ganze gerade nicht. Auf jeden Fall starten wir in den letzten FIFA 16 Karrieremodus rein in Italien, tatsächlich, nach meinem kleinen Abenteuer, in Anführungszeichen, beim AC Mailand, was ja irgendwie mitten in der zweiten Saison geendet ist. Leider Gottes habe ich den Spielstand jetzt auch nicht mehr, sonst hätte ich das Ganze vielleicht nochmal irgendwie, ja, zum Leben erweckt nochmal. Also das funktioniert auf jeden Fall nicht, aber ich dachte mir einfach mal, quasi ist es jetzt komplett umgekehrt. In FIFA 15 gab es nämlich einen Inter-Mailand-Karrieremodus, den ich nach 4 Folgen abgebrochen habe. Und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, einen AC Mailand-Karrieremodus zu starten. Jetzt, kann ich euch schon mal sagen, ist es genau andersrum. Das Rätsel darum, wer der neue Karrieremodus, welcher Verein der neue Karrieremodusverein sein wird, Versprecher, Verbrecher, ist auf jeden Fall jetzt gelüftet. Es ist Inter Mailand. Ich habe ja vorher noch so ein bisschen gepostet. Es wird nochmal einen Karrieremodus geben, mit welchem Verein verrate ich aber nicht. Und so viele Leute haben so viele Vorschläge geschrieben, die, ich würde mal sagen, am meisten genannten, die drei am meisten genannten Vereine waren Dortmund, Juve und Schalke. Eigentlich alles drei sehr interessante Vereine. Juve fände ich langweilig, also ist ja absolute Machtstellung. Ich meine, wir hatten jetzt Paris oder noch was zu starten, eben mit einer absoluten Machtstellung in der Liga, fände ich jetzt langweilig. Inter Mailand, da muss man sich ja quasi nochmal ein bisschen an die Spitze hocharbeiten, hat sehr viel Konkurrenz mit AC Mailand, mit AS Rom, Lazio Rom, Neapel und natürlich dem großen Verein hier, dem größten, Juventus Turin. Und irgendwas anderes zu starten, Dortmund finde ich langweilig, macht irgendwie momentan jeder YouTuber, wird auch jeder YouTuber in FIFA 17 machen. Und was gäbe es noch? Schalke fände ich eigentlich interessant, hatte ich dann aber letztendlich irgendwie nicht so Lust, wie eben auf Inter Mailand. Was vor allem mit den Transfers zusammenhängt. Bei der Nerazzurri, heißt es glaube ich, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Korrigiert mich auf jeden Fall, wenn es falsch ist. Denn die haben auf jeden Fall einige sehr nice Transfers gemacht, die ich jetzt hier schon mal in den Karrieremodus mit eingebunden habe. Ich kann euch sagen, Leute, ich habe so viele Transfers gemacht. So viele Transfers, die ihm jetzt auch in echt passiert sind, sogar die ganz kleinen Transfers, habe ich hier irgendwie versucht, mit in den Karrieremodus reinzunehmen. Wir haben jetzt hier neu im Verein Banega, Kandreva, daneben auch noch hier Linksverteidiger. Der Ansaldi ist auf jeden Fall auch noch neu gekommen von Genua, glaube ich, hat auch eine Team of the Season Karte bekommen. Dann haben wir noch Jana Erkin und das war es eigentlich mit Neuzugängen. Aber irgendwie hat es mich dazu angeregt, nochmal einen Karrieremodus zu starten und das Ganze eben mit Inter Mailand. Das Ganze einfach aus dem Grund, weil ich mega Lust hatte auf Inter Mailand. Für die Leute, die vielleicht keine Lust darauf haben, müssen es sich nicht angucken. Ich meine, das ist der letzte FIFA 16 Karrieremodus. Also ist jetzt, denke ich mal, jetzt nicht so der krasse Hype wie jetzt am Anfang von einem FIFA oder in der Mitte oder jetzt eben in dieser Hype-Phase Juli, Juni war es eben auf jeden Fall krass. Aber jetzt zum Ende hin, für die Leute, die Bock drauf haben, können sich das Ganze auf jeden Fall anschauen. Für die Leute, die keine Lust haben, können sich andere Videos auf dem Kanal anschauen. Gibt es auf jeden Fall auch noch einige andere Formate. Oder eben ab FIFA 17 wieder reinschauen, wo es dann auf jeden Fall reinstarten, wo reingestartet wird mit Bayern München und Manchester United. Wir haben eine Mannschaft, die auf jeden Fall einige Topstars besitzt. Wir haben einen Ivan Perisic, der eine unglaubliche EM gespielt hat. Ein Top-Stürmertalent mit Mauro Icardi vorne. Ein paar etwas ältere, aber nicht so alte Spieler wie Kandreva, Banega, Miranda. Alle auf jeden Fall nicht schlecht. Und auch ein paar Talente mit, als Beispiel Murillo, Brozovic. Dann hätten wir, wie gesagt, noch Icardi. Ansonsten Kondogbia, der auf jeden Fall auch noch sehr viel Luft nach oben hat. Einen Jovetic, der hier in Italien ein absolutes Biest war, aber mit dem Wechsel zu Manchester City sich irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, die Karriere so leicht kaputt gemacht hat, aber jetzt eben wieder zurückgekehrt hier nach Italien zu Inter Mailand. Ansonsten, Bunucori ist, glaube ich, auch nicht so schlecht, wird, glaube ich, auch so ein bisschen als zweiter Yaya Touré angesehen. Ja, dann haben wir hier noch D'Ambrosio, Nagatomo, Eder, der auf jeden Fall auch nicht schlecht ist. Der jetzt hier, nee, er ist nur geliehen. Ich dachte irgendwie schon, dass er fest hier bei uns wäre, aber nein, der ist nur geliehen von Sampdoria Genua war es, glaube ich, oder? Tatsächlich, Sampdoria Genua. Der Verein, der uns hier Eder verliehen hat. Und ansonsten noch ein paar Spieler, die wir momentan eben verliehen haben. Krisetik, gut, ist ja nicht so interessant. Taida, Belloni und Di Marco auf jeden Fall. Alles jetzt nicht so interessante Spieler, die wir zurückholen müssten. Rodrigo Palacio werden wir auf jeden Fall auf die Transferliste setzen. Mit 33 Jahren, denke ich mal, könnte noch mal ein bisschen was in die Kasse einspielen. Berni als Backup. Oh, ich glaube, wir haben ein Backup hier irgendwo. Carrizo oder so. Gut, da können wir eigentlich Berni ebenfalls auf die Transferliste setzen.
Der ist jetzt nicht gerade gut mit 63 und 32 Jahren. Eder bleibt ja, wie gesagt. Nagatomo finde ich auch nicht gerade so berauschend. Und wir haben ja jetzt Ansaldi und daneben auch noch Jonah Erkin hier neu im Verein. Dementsprechend Nagatomo auf die Transferliste. D'Ambrosio, ebenfalls jetzt nicht gerade der Rede wert, setzen wir auf die Transferliste. Juan Jesus wurde in echt verliehen. Hatte ich vergessen. Leider Gottes vergessen. Ebenfalls habe ich auch vergessen, die ganzen Auf- und Absteiger hier nochmal neu reinzutun, was jetzt, denke ich mal, nicht so schlimm ist in Italien, weil die meisten Vereine aus der Serie B, die jetzt wahrscheinlich aufgestiegen sind, nicht mal ein richtiges Logo haben. Im FIFA 16 Karrieremodus. Juan Jesus, wenn wir ebenfalls auf die Transferliste setzen, als Linksverteidiger für mich jetzt nicht gerade brauchbar, eigentlich Innenverteidiger, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal einiges zulegen. Und ansonsten Youngsters wie hier Alborno, Baldini und wer war dann noch? Manai, werden wir mal auf die Leihliste tun. Und ich denke mal, viel können wir ansonsten nicht machen. Einige Spieler eben erst von FIFA 15 auf FIFA 16 hier neu auf den Verein zugestoßen. Konok Bia als Beispiel, Bia Biani, Rano Chia komischerweise auch. Verstehe ich um ehrlich zu sein gar nicht. Ich glaube, bei ihm lag es daran, dass er irgendwie verliehen wurde. Müsste es eigentlich gewesen sein, weil der war auf jeden Fall schon vorher eigentlich bei Inter Mailand. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu verkaufen. Medel finde ich, um ehrlich zu sein, auch nicht so berauschend als Sechser. Also der ist gerade mal 1,71 groß. Finde ich, sind jetzt nicht die perfekten Maße für die Position, die er spielen kann. Er kann 6er, 8er und eigentlich auch Innenverteidiger spielen, hat hohe defensive Arbeitsraten, aber ich habe momentan schon so einen kleinen 6er im Kopf, den wir auf jeden Fall holen könnten und ansonsten könnte da auf jeden Fall auch noch Konok Bia spielen und damit denke ich mal, wären wir jetzt erstmal mit unserer Kaderplanung durch. Wir kommen übrigens jetzt auch mal zu den Zielen, die uns unser Vorstand natürlich gibt. Übrigens hoffe ich, dass man im Hintergrund jetzt kein großes Geräusch hört, beziehungsweise keine großen Geräusche, weil hier draußen ist bei uns wieder absolute Party. Keine Ahnung, was da auf jeden Fall abgeht. Unser Pokalziel ist es, das Finale zu erreichen und das Liga-Ziel Ligameister werden. Alles klar, Inter Mailand-Vorstand. Ich weiß jetzt nicht, was ihr für Vorstellungen habt, aber so krass ist der Kader nun auch nicht. Ich meine, Juve hat hier tatsächlich im Karrieremodus dann natürlich auch Higuain und Pjanic neu verpflichtet. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch viel schwerer werden, irgendwie an denen vorbeizukommen, aber ich denke mal, das Ganze wird irgendwie klappen, denn wir haben ja auch ein ganz ordentliches Transferbudget von 60 Millionen Euro Transferbudget und 210.000 Euro Gehaltsbudget. Dann kommen wir mal zu unserer Wunschliste. Da haben wir auf jeden Fall einige sehr interessante Namen für die Innenverteidigung. Mamadou Sakho, Matteo Musacchio, Marquinhos, Sokratis, Neven Subotic und Ömer Toprak. Für die Sechs haben wir Gustavo, William Carvalho, Sebastian Rode und Axel Witzel. Für die Flügel haben wir dann nochmal Juan Cuadrado, Tolisso übrigens auch nochmal für die Sechser-Position. Für die Flügel Juan Cuadrado, Marco Arnautovic, Yannick Bolasi und der Mann hier, Philipp Coutinho. Ich habe auf jeden Fall mega Lust, irgendein Ex-Inter-Mailand-Spiel, am besten alle wieder zurückzuholen. Unter anderem Marco Arnautovic, Philipp Coutinho und der Mann hier. Tatsächlich habe ich wieder Bock bekommen, Mario im Inter-Mailand-Trikot zu sehen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber irgendwie, weil ich schon die Idee hatte, Coutinho auf jeden Fall zurückzuholen. Wieso eigentlich auch nicht Arnautovic und Balotelli zurückholen, die beide eben auch unter anderem Ex-Inter-Mailand-Spieler waren. Daneben haben wir aber ebenfalls noch auf der Wunschliste Paco Alcácer, Ángel Correa, Gabriel Barbosa und Domenico Berardi. Ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal am Anfang und bieten mal für Mamadou Sakho, was auf jeden Fall ein bisschen schwer wird, weil wir einfach nicht gerade lukrative Spieler haben, die Liverpool haben wollen würde. Rano Chia könnten wir einfach mal bieten und 10 Millionen für Mamadou Sakho an den FC Liverpool. Wen ich auf jeden Fall interessant fänden würde, wäre Neven Subotic als Backup quasi für die Innenverteidigung. Da könnte man auch einfach mal 8 Millionen bieten und gucken, was denn Dortmund zu diesem Angebot sagt. Sokratis fände ich ebenfalls interessant. Da könnten wir jetzt erstmal 20 Millionen reinbieten und gucken, was Dortmund eben verlangen würde. Und die anderen beiden Innenverteidiger müssen wir natürlich scouten, obwohl es sind drei, die wir scouten müssen. Marquinhos, Musacchio und Ömer Toprak. Für die 6 wäre dann Luis Gustavo mein Mann, den ich sehr gerne verpflichten würde. Da könnten wir auf jeden Fall Felipe Melo mal reinbieten und sagen wir mal 12 Millionen. 12 Millionen Felipe Melo für den brasilianischen Sechser, der gerade mal 27 Jahre alt ist. Also zu alt ist er auf jeden Fall nicht. William Carvalho wäre ebenfalls ein sehr interessanter Mann, genauso wie Sebastian Rode. Juan Cuadrado wäre dann ein weiterer Flügelspieler, den ich auf jeden Fall gerne hier zu Inter Mailand holen würde. Ich glaube, der ist momentan eher bei AC Mailand im Gespräch, aber trotzdem auf jeden Fall ein Serie A-vertrauter Spieler, der hier in der Serie A eben auch seine besten Zeiten hatte beim AC Florenz. Axel Witzel wäre auf jeden Fall auch ein Name, den ich sehr gerne hier im Team hätte. Also da muss ich sagen, Gustavo und Witzel wären eigentlich meine zwei Spieler, die ich am liebsten hier im Inter Mailand Trikot sehen würde, aber die anderen Namen sind natürlich auch nicht unbedingt uninteressant. Übrigens ist gerade Sebastian Rode von der Wunschliste verschwunden.
Liegt übrigens daran, dass ich einfach vergessen habe, ihn zu Dortmund zu tun und ihn jetzt nicht unbedingt von Bayern München kaufen möchte, weil er eben, wie gesagt, in echt zu Dortmund gewechselt ist. Ansonsten können wir nochmal ein paar Angebote bzw. Scouting-Berichte machen für Tolisso, Arnautovic und natürlich auch für Yannick Bolasie, Coutinho. Da habe ich jetzt vor, ein Angebot zu machen, was, denke ich mal, viele Leute nicht verstehen werden. Also ich werde tatsächlich Mauro Icardi reinbieten und 20 Millionen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, hä, warum Mauro Icardi? Das ist ein Talent, das ist der Kapitän der Mannschaft. Erstmal finde ich, Icardi ist sowieso kein wirklicher Kapitän. Also ist jetzt nicht gerade wirklich die Führungsperson hier bei Inter Mailand. Dazu muss man auch sagen, dass ich einfach nicht mit ihm klarkomme. Also in FIFA ist er auf jeden Fall kein Spieler für mich und Coutinho wäre da auf jeden Fall eine Bereicherung für unser Team. Domenico Berardi müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen scouten. Gabriel Barbosa wäre auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Name. Und natürlich der Mann hier, Mario Balotelli, wo wir einfach mal versuchen könnten, wo haben wir denn? Rodrigo Palacio. Da unten würde ich ihm mal sehr gerne bieten. Und sagen wir mal 5 Millionen für den Ex-Inter-Mailand-Spieler. Der hat echt überall gespielt, ne? Inter-Mailand, AC Mailand, Juventus nicht. Das ist dann ein Ibrahimovic, der übrigens wirklich bei Juve, Inter und AC Mailand gespielt hat. Gleiches gilt übrigens auch für Andrea Pirlo. Aber das sind echt Spieler, die man einfach nicht hassen kann. Mario Balotelli eben auch dann bei Manchester City gewesen und jetzt eben wieder zurück beim FC Liverpool. Und ich würde mal sagen, den Rest scouten wir einfach und gucken dann mal, was die ersten Vereine zu den Angeboten sagen. Vielleicht können wir es sogar noch tatsächlich schaffen, bevor Icardi wechselt, ihn vielleicht nochmal eine Gesamtbewertung höher zu bringen, um eben auch den Marktwert zu steigern. Daneben haben wir noch im Training Brozovic, Erkin und Kondogbia. Und ich schaue mal jetzt hier, wie die erste Trainingseinheit so aussieht. So sieht ganz okay aus sogar. 2 A's, 2 C's und leider ein D für Jana Erkin, aber auf jeden Fall grundsolide. Das Ziel für die Europa League ist der Pokalsieg. Also ich glaube irgendwie, ich werde hier entlassen. Also was sind das bitte für Ziele, die unser Vorstand hier uns gibt? Also wir haben jetzt nicht die Mannschaft, dass wir hier alles gewinnen können. Also möglich wäre es zwar, aber ich denke mal realistisch jetzt nicht unbedingt. Also Juventus in der Liga vor uns, auch im Pokal und international haben wir natürlich auch ein paar größere Kaliber vor uns, vor allem wenn da noch irgendwelche großen Namen auf dem dritten Platz landen. Ja, was passiert dann, wenn wir gegen Barcelona in der Champions League, in der Europa League natürlich spielen, wenn sie es mal tatsächlich nicht geschafft haben sollten, in der Champions League weiterzukommen. Das passiert sogar mal wirklich, also für die Leute, die jetzt denken, der labert nur Müll, nee, das passiert tatsächlich mal. Könnt ihr übrigens auch den Apollon FIFA fragen, dass man einfach mal mit West Ham United auf Barcelona trifft, in der Europa League, also. So, Luis Gustavo, da möchte Wolfsburg gar nichts von Felipe Melo haben. Das heißt, wir versuchen mal unseren anderen Sechser mit Medel reinzubieten und daneben mal 5 Millionen. Chelsea kann Cuadrado gar nicht verkaufen, weil er erst kürzlich beim Verein untergekommen ist. Eigentlich ja nicht, aber gut, damit müssen wir jetzt leider auskommen, dass es so ein bisschen unrealistisch ist im Karrieremodus. Und, ach man, das gleiche gilt auch für Balotelli. Und auch bei Zenit St. Petersburg hat man gar kein Interesse an Felipe Melo. Das gleiche werden wir jetzt auch einfach mal hier machen, wie bei Luis Gustavo, Medel und 5 Millionen. Tja, und jetzt haben wir das nächste Problem. Liverpool hat kein Interesse an Mauro Icardi. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, den Philipp Coutinho-Transfer mit barem Geld irgendwie über die Bühne zu bringen. Wird auf jeden Fall härter werden, als es aussieht. Und Mauro Icardi müssen wir dann tatsächlich auf die Transferliste setzen, obwohl Crystal Palace hat schon so an ihm Interesse. Wir warten mal auf das Angebot. Ich habe übrigens gerade sogar noch gesehen, dass Wolfsburg Interesse an Falcao hat und der wäre auf jeden Fall auch ein Name, den ich sehr gerne holen würde. Wir bieten einfach mal 20 Millionen an den FC Chelsea. Übrigens auch wieder mal vergessen, der spielt eigentlich mittlerweile bei AS Monaco. So, wir gehen in die erste Simulation rein im European International Cup gegen Newcastle United und gewinnen das Ding mit 5:0. 6 Nachrichten, ein akzeptiertes Angebot von Borussia Dortmund für Sokratis. 25 Millionen. Geht auf jeden Fall fit, essentieller Stammspieler, 5-Jahres-Vertrag für den Griechen. Neven Subotic ist auch in Gespräch mit Real Madrid, da sind wir jetzt auf jeden Fall raus. Angebot für Mauro Icardi von Crystal Palace, da würden mir 35 Millionen schon locker reichen. Wolfsburg möchte 22 Millionen neben Medel für Luis Gustavo haben, da bieten wir 10 Millionen und Medel. Also das ist mir, um ehrlich zu sein, so ein bisschen zu viel, denn Medel hat ja auch immerhin einen Marktwert von 14 Millionen. So, die nächste Trainingseinheit, mal gucken, wie sich unsere Jungs so machen und Brozovic tatsächlich mit einem Upgrade, Icardi hingegen mit einem F und ansonsten 3 Cs. Gut, bei Neven Subotic sind wir leider aus dem Deal raus, aber bei Marco Arnautovic können wir jetzt mal das erste Angebot machen. Wir bieten mal 10 Millionen für den Österreicher, dem Ex-Inter-Mailand-Spieler und ansonsten noch irgendwelche Scouting-Berichte. Matteo Musacchio, der wäre eigentlich auch ein sehr interessanter Name.
wo wir einfach mal versuchen könnten, irgendwen reinzubieten. Ranocchia oder vielleicht Juan Jesus, wer hat mehr Marktwert? Ranocchia hat mehr Marktwert. Das heißt, wir bieten mal Ranocchia und 13 Millionen. Ich glaube nicht, dass sie es annehmen werden, aber mal gucken. Vielleicht ja. Yep, Liverpool will 73,5 Millionen für Philippe Coutinho haben. Absolut zu viel. Ich glaube nicht, dass es irgendwie klappen wird, aber wir versuchen es einfach mal weiterhin. Vielleicht klappt das ja irgendwie mit dem Verkauf von Icardi. Müssen wir aber eben noch auf die Antwort von Crystal Palace warten. Jetzt spielen wir aber erstmal im European International Cup gegen Stoke City und verlieren das Ding mit 1-0 durch Embolo. Crystal Palace ist absolut hochgegangen. 23,5 Millionen für Mauro Icardi. Und ganz ehrlich, ich verlange jetzt einfach hier die 29,9 Millionen, die das Maximum zu sein scheinen. Für Mauro Icardi, hoffentlich nimmt Crystal Palace das an, denn das würde uns auf jeden Fall helfen, ne? Sakho verletzt sich für 2 Monate. Dankeschön auf jeden Fall für die Nachricht, Liverpool. Da bin ich auf jeden Fall auch raus aus dem Deal. Und jetzt hier nochmal. Luis Gustavo. 12 Millionen Medell für den Brasilianer. Wir haben halt leider nicht das Geld. Ist halt ein bisschen kritisch, um all diese Spieler zu holen. Aber mal gucken, bei wem es klappen wird. Bei Witzel bieten wir einfach mal 10 Millionen Medell. Sokratis hat das Vertragsangebot abgelehnt und ganz ehrlich, wenn er halt mehr Geld haben möchte, dann holen wir ihn einfach gar nicht. Chelsea derweil möchte 36,5 Millionen für Radamel Falcao haben. Wir bieten 22,5, denn mehr ist er mir, um ehrlich zu sein, noch gar nicht wert. Und ganz ehrlich, wieso nicht mal mit irgendwelchen Youngsters das Ganze probieren? Ache Correa von Atletico Madrid, da bieten wir einfach mal 10 Millionen. Paco Alcácer von Valencia, den spricht man übrigens wirklich so aus, bieten wir einfach mal 20 Millionen. Alles auf jeden Fall Talente mit sehr großem Potenzial. Und Gabriel Barbosa, das Talent, was irgendwie von jedem Verein hier in Europa gejagt wird, bieten wir einfach mal 7 Millionen. Für das linke Mittelfeld wäre aber eigentlich auch noch Yannick Bolasie als Super Sub ein sehr interessanter Spieler. Jetzt ist die Frage, können wir da irgendwie Biabiani oder so reinbieten? Sieht leider nicht so aus. Wir könnten es aber mal mit Rodrigo Palacio versuchen und vielleicht 3 Millionen. Für die 6 fände ich aber auch noch William Carvalho sehr interessant. Ich meine, wir hatten ja gute Erfahrungen mit dem, ich würde schon nicht unbedingt mehr sagen Youngster, also so jung ist er nun mittlerweile auch nicht, aber immerhin auf jeden Fall noch in einem sehr guten Fußballalter. Also 23 Jahre alt, nicht unbedingt mehr Youngster, mittlerweile auf jeden Fall Profi, würde ich sagen. So bieten wir mal Medell und 5 Millionen. Vielleicht nimmt Sporting das Ganze ja an. So, wir hatten ein Leihangebot für Enrico Baldini, den wir natürlich ganz klar an Terry oder welcher Verein auch gerade immer angefragt hat, auf jeden Fall verleihen werden. Und schauen da mal weiter. Zenit akzeptiert. Ich warte jetzt aber jetzt erstmal auf Sporting bzw. Wolfsburg. Stoke City möchte derweil 19,5 Millionen für Marko Arnautovic haben. Da bieten wir jetzt einfach mal den Marktwert mit 11,5 Millionen. Und bei Villarreal hat man gar kein Interesse an Ranocchia. Da könnten wir einfach mal 18 Millionen bieten. So, wir haben auf jeden Fall auch einige gute Nachrichten. Jetzt erstmal Crystal Palace, die weiterhin 23,5 Millionen bieten. Das kann doch gar nicht wahr sein. Für einen 22-jährigen Stürmer sind die echt nicht bereit, mehr zu bieten. Wir sagen mal 28 Millionen. Ist ja echt unglaublich, wie geldgierig Crystal Palace ist. Aber in echt will man einfach mal 40 Millionen für Christian Benteke ausgeben. Wolfsburg hat akzeptiert. Für Luis Gustavo 170.000 Euro Gehalt. 5-Jahres-Vertrag, essentieller Stammspieler. Ich weiß nicht, ob er das Ganze annehmen wird. Da können wir jetzt auch mal ein Vertragsangebot für Axel Witzel machen. 130.000 Euro Gehalt, essentieller Stammspieler. 5-Jahres-Vertrag. Und ansonsten, wer hat denn noch hier akzeptiert oder abgelehnt? Gut, bei Paco Alcácer, der kostet mir ein bisschen zu viel, wenn ich ehrlich bin. Ache Correa, der wäre auf jeden Fall auch ein ganz cooler Name. 12 Millionen bieten wir einfach mal, also den Marktwert vom jungen Argentinier. Und was haben wir noch? Santos, genau, Gabriel Barbosa. Wäre jetzt der dritte Karrieremodus, wo ich mir den Youngster hole. Aber hiermit würde ich mal sagen, mit Abstand den besten Chancen auch Stammspieler zu sein. Denn die Stürmerposition ist nicht gerade breit besetzt. Oh, das sind jetzt einige richtig geile Nachrichten. Liverpool Laie mit Kaufoption. Wir möchten Balotelli nicht ausleihen. Dieses Spiel ist einfach so unrealistisch. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt vielleicht einen Transferangebot machen? Normalerweise geht das irgendwie immer, wenn man kurz davon eine Laie angefragt hat. Wir bieten mal 10 Millionen. Vielleicht geht's ja jetzt. Vielleicht ist das Spiel ein bisschen verbuggt. Liverpool hat 50 Millionen für Coutinho akzeptiert. Also wir müssten hier irgendwie unser ganzes Geld für sage und schreibe ein Spiel ausgeben, der wahrscheinlich nicht mal zu uns wechseln möchte. Aber naja, das werden wir noch sehen. Falcao wäre auf jeden Fall auch ein Thema. Der würde aber ein bisschen zu viel verdienen, wenn ich ganz ehrlich bin. Essentieller Stammspieler, 5 Jahre. Da wäre mir irgend so ein Youngster, der weniger verdient, deutlich lieber. 3 Millionen und Palacio hat aber Crystal Palace akzeptiert. Für Yannick Bolasie, der wäre dann wichtiger Stammspieler bei uns. Und da gab es noch ein Angebot. Sporting will 21 Millionen haben. Für William Carvalho, da bieten wir einfach mal 8 Millionen. Also vielleicht können wir ihn sogar als billigsten von allen holen. Wäre auf jeden Fall geil.
11,5 Millionen für Marko Arnautovic akzeptiert. Das wäre auf jeden Fall auch ein richtig geiler Transfer. Und mir fällt gerade ein, der kann Stürmer spielen. Wichtiger Stammspieler. 5-Jahres-Vertrag. Wieso eigentlich nicht Arnautovic vorne in die Spitze stellen? Axel Witzel hat das Vertragsangebot akzeptiert, aber da warte ich jetzt erstmal noch. Liverpool ist der nächste Gegner im European International Cup. Ich will jetzt einfach, dass Crystal Palace mir Icardi abkauft. Dann wäre ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen glücklicher. 1-0, Icardi macht's. Liverpool, vielleicht wollt ihr ihn ja haben. Scheint ja ganz gut zu sein, der Junge. Gabriel hat das Angebot akzeptiert. Gustavo auch. Spieler für Gespräche mit Real Madrid. Axel Witzel, kritisch. Transferangebote für Icardi. Oh, Monaco. Ihr könnt meine Rettung sein. 40 Millionen. Bitte, zahlt es einfach. Oder ein bisschen weniger. Oh, das wäre jetzt richtig nice. Das wäre jetzt richtig nice. Das könnte echt die Erlösung sein, wenn Monaco das irgendwie in irgendeiner Hinsicht zahlen würde. So, 21 Millionen verlangen wir mal. Verlangen wir nicht. Bieten wir für Matteo Musacchio. Gustavo warten wir ab. Gabriel könnte man annehmen. Könnte. Betonung liegt halt echt auf könnte man annehmen. Ich weiß nicht. Soll ich es machen? Palacio würde ja eigentlich gehen dann. Wir könnten es halt echt machen. Ich nehme es jetzt einfach an. Ganz ehrlich, ich nehme es jetzt an. Wir warten noch auf William Carvalho, aber die Frage ist jetzt, wen würden wir eher nehmen? Der eine ist ein Jahr jünger, der andere ist ein Jahr älter, der andere hat 2 Gesamtbewertungen mehr, verdient dafür aber auch deutlich mehr. Ich bin mir da auf jeden Fall ziemlich unsicher, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Wir haben auf jeden Fall noch mal ein bisschen Geld dazu bekommen durch den European International Cup. Crystal Palace raus aus dem Deal und Philipp Coutinho hat das Vertragsangebot akzeptiert. Leute, wir hauen jetzt einfach unser ganzes Geld für 2 Spieler raus. Auf jeden Fall richtig nice. Aber wir könnten auch noch Yannick Bolasi holen. Jetzt fällt mir gerade was ein. Wir könnten eigentlich nochmal ein neues Angebot bei Arnautovic machen und Geld sparen, indem wir einfach da Palacio reinbieten. Denn ich denke mal, Stoke City würde sich schon interessieren für einen Rodrigo Palacio. Wir haben tatsächlich Philipp Coutinho zurückgeholt. So, Arnautovic würde eben nicht gehen. Das heißt, das werden wir ablehnen. Ich weiß nicht, kann man dann schon mal direkt ein neues Vertragsangebot machen, beziehungsweise ein neues Transferangebot? Hauptsache, ich sage beziehungsweise und es ist absolut nicht das gleiche. So, wir gucken mal ganz kurz. Transferverhandlungen, Marko Arnautovic, gescheitert müsste es sein, genau. So, wir könnten nochmal, sind wir schon direkt hier bei den Vertragsverhandlungen. Was ich aber nicht sein möchte, ich glaube, man muss da ein bisschen abwarten jetzt. So, 5 neue Nachrichten. Monaco bietet 32,5. Oh, jetzt will ich mich nicht verpokern. Ich will mich einfach nicht verpokern. Wir sagen 35 Millionen für Mauro Icardi. Denn das würde uns auf jeden Fall sehr weit bringen. Villarreal will 35 Millionen haben für Matteo Musacchio. Das können wir momentan eh nicht bieten. Spieler für Gespräche mit Bayern. Axel Witzel. Alles klar. Irgendwie scheinbar ist ganz Europa an Axel Witzel interessiert. Real, Bayern, gleich noch Barcelona. Auf jeden Fall unglaublich. So, Leverkusen, der letzte Gegner, der letzte große Gegner, den wir vor unserer Brust haben im European International Cup Finale. Und wir gewinnen tatsächlich 5-4 nach Elfmeterschießen und kriegen nochmal ein bisschen Preisgeld dazu. Axel Witzel geht jetzt leider zu Real Madrid, aber ich denke mal, der wäre jetzt eh nicht mein absoluter Wunschspieler gewesen. Und wir haben die Nachricht der Erlösung. 35 Millionen akzeptiert von Monaco für Mauro Icardi. Auf jeden Fall nice, auf jeden Fall nice. Bolasi wechselt jetzt, glaube ich, auch irgendwo ganz anders hin. Das heißt, wir können es nochmal mit Marko Arnautovic versuchen. Wir müssen hier tatsächlich irgendwie direkt das Vertragsangebot machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch warten soll, aber irgendwie wäre es mir dann auch egal, wenn wir halt die 11,5 Millionen zahlen müssten. Also vielleicht können wir Palacio noch irgendwo anders reinbieten. Möglich wäre es auf jeden Fall, möglich wäre es. So, jetzt geht's auf jeden Fall ab. 35 Millionen, wir halten 29,5 für von dem... So, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Icardi ist weg. Manai wird verliehen an Shrewsbury Town. Und jetzt haben wir nochmal ein bisschen Geld dazu bekommen. Bisschen Geld, um nochmal den ein oder anderen Transfer zu tätigen. In Form von, wir gucken mal ganz kurz in die Transferverhandlungen rein. In Form von, wo haben wir ihn? Da unten, Marko Arnautovic. Da werden wir jetzt einfach ganz ehrlich hier 120.000 Euro Gehalt. 5-Jahres-Vertrag, wichtiger Stammspieler. Also ich habe richtig Bock auf den. Finde den auf jeden Fall sehr nice bei Stoke City. Und mir fällt gerade ein, ich wollte noch einen Rechtsverteidiger holen. Ich wollte irgendwie noch einen Rechtsverteidiger holen. Jetzt ist da aber gar keiner auf der Liste. Ein bisschen kritisch, wenn ich ehrlich bin. Ah, jetzt fallen mir übrigens ein paar Namen ein, die ich auf der Liste hatte. Unter anderem war da Oscar de Marcos einer, wo wir jetzt tatsächlich mal Palacio bieten können. Und vielleicht mal 3 Millionen. Ich weiß nicht, ob Athletic Bilbao unbedingt Palacio möchte. In echt würden sie es auf jeden Fall nicht wollen, aber im Karrieremodus ist das Ganze immer so ein bisschen anders. Also würde Athletic Bilbao nur Spieler wollen, die eben aus dem Baskenland kommen, dann wäre es ein bisschen kritisch für den Karrieremodus.
Und jetzt lehnt Marko Arnautović einfach das Angebot ab. Ich habe keine Ahnung wieso, aber irgendwie scheint etwas in seinen Kopf gekommen zu sein. 5-Jahres-Vertrag, 20.000 Euro Gehalt, wichtiger Stammspieler. 20.000 Euro Gehalt wahrscheinlich. So, wir haben ein Angebot bekommen aus der Liga für Gary Medel oder Gary oder wie auch immer. Für Medel, 25 Millionen verlangen wir mal von Lazio Rom und bei Oscar de Marcos hat man leider gar kein Interesse an Rodrigo Palacio, was ein bisschen kritisch ist, weil ich den irgendwie loswerden möchte. Aber irgendwie funktioniert das scheinbar gar nicht. Und bei Arnautović bin ich mir auch noch nicht sicher. Übrigens brauchen wir immer noch einen neuen Sechser. Ich weiß irgendwie nicht, was da mit William Carvalho passiert ist, aber scheint nichts Gutes gewesen zu sein. So, ganz ehrlich, wir bieten mal 14 Millionen und Medel für William Carvalho und gucken jetzt nochmal. Innenverteidiger, wir bräuchten halt echt noch einen. Wir haben in der Innenverteidigung 3 Spieler mit Medel 4. Wir haben Miranda, wir haben Murillo, wir haben Ranocchia, einen Jesus, den ich aber eigentlich verkaufen möchte. Jesus könnten wir halt irgendwo reinbieten, aber der hat so einen niedrigen Marktwert, das bringt eigentlich fast gar nichts. Marko Arnautović lehnt jetzt einfach plötzlich das Vertragsangebot ab. Ich habe keine Ahnung, wieso. 140.000 Euro Gehalt, 5-Jahres-Vertrag, wichtiger Stammspieler. 20% Torprämie, du wirst schon ein paar Mal treffen, Junge. Währenddessen bietet Lazio Rom 17 Millionen für Gary Medel, aber da verlangen wir weiterhin 25 Millionen, während wir noch ein weiteres Transferangebot reinbekommen. Athletic Bilbao hat plötzlich doch Interesse an Rodrigo Palacio. Wie auch immer das jetzt zustande kommt, 8 Millionen verlangen wir. Und ganz ehrlich, Leute, für die, die sagen, Carvalho ist schlechter als Gustavo und wir müssen mehr bezahlen, das sieht doch einfach daran, dass Carvalho ganz easy so hoch im Rating kommen kann, dass wir da schon mal 3-4 Millionen eben mehr bezahlen müssen als bei einem Luis Gustavo. Ich weiß nicht, liegt es irgendwie daran, dass wir das erste Angebot jetzt abgelehnt haben bei Marko Arnautović? 5-Jahres-Vertrag, ja, vielleicht 20% und essentieller Stammspieler, vielleicht nimmt er das an, aber ich glaube, es wird dann richtig kritisch werden mit den anderen Transfers und natürlich auch mit dem ganzen Rumgeheule, wenn Arnautović mal nicht spielen sollte. So, 7,5 Millionen für Rodrigo Palacio nehme ich auf jeden Fall sehr dankend an. Während wir jetzt hier den Scouting-Bericht von Oscar de Marcos bekommen haben. Jetzt ist die Frage, wie viel Zeit haben wir noch bis zum Liga-Auftakt? Och, das ist doch noch genug Zeit, um all diese Transfers irgendwie unterzukriegen und dann mit allen Neuzugängen in die neue Saison reinzustarten. Während wir jetzt nur noch mal kurz die Trainingseinheit kurz angucken. Erkin geht hoch. Sehr nice. Marko Arnautović akzeptiert das Vertragsangebot und komplettiert damit schon fast unser Team. 2 Neuzugänge fehlen noch. Oscar de Marcos und William Carvalho. Die Frage ist, schaffen wir es tatsächlich, beide unter einen Hut zu bekommen? Wir werden es auf jeden Fall jetzt sehen, in den nächsten Tagen. So, Spieler verkauft. Rodrigo Palacio und William Carvalho hat akzeptiert. Das heißt, mit Oscar de Marcos wird es sogar ein bisschen kritisch, denn wir haben nur 14 Millionen und 60.000 Euro Gehaltsbudget und ich glaube, für de Marcos verlangen die ein bisschen mehr. Irgendwie stellt sich die Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger so ein bisschen schwieriger heraus als gedacht. Nelson Semedo wäre vielleicht mein Mann, der auch noch sehr viel Potenzial nach oben hat, wenn er dann noch Stammspieler wäre oder so im Zweikampf wäre mit Santon. Um die Stammposition wird er sich, denke ich mal, ganz gut machen gegen den Italiener. Obwohl, ach Mann. Es gibt einfach so wenige gute Rechtsverteidiger auf dem Markt, da ist es momentan einfach ein bisschen schwer. Oscar de Marcos wird es dann, denke ich mal, nicht werden. Ne? Außer wir können hier noch irgendwen reinbieten, was aber sehr unwahrscheinlich ist. Also wir haben irgendwie keinen interessanten Spieler, den wir bieten könnten an Athletic Bilbao und ansonsten müssen wir jetzt halt leider ohne einen neuen Rechtsverteidiger auskommen, obwohl ich jetzt sogar mal ein Angebot an Nelson Semedo gemacht habe. Das wäre dann eher die Variante, die vom Rating ein bisschen schlechter ist als Santon, aber dafür deutlich mehr Luft nach oben hat als eben Davide Santon. Also wäre, denke ich mal, die Option, die momentan am wahrscheinlichsten wäre und das Angebot wurde auch akzeptiert, die 5 Millionen für den Youngster, der wäre dann wichtiger Stammspieler, 5-Jahres-Vertrag und 45.000 Euro Gehalt. So, er hat ein Rating von 74, also nur eins schlechter als Santon und hat, glaube ich, ein Potenzial von 84, also so schlecht ist er nicht. Und dazu auch noch, würde ich mal sagen, so ein kleines versteckteres Talent für den FIFA 17, was laber ich, FIFA 17? Ich bin schon so drin in meinem Film mit den Predictions und mit den ganzen News und so weiter, dass ich jetzt schon FIFA 17 anstatt FIFA 16 sage. Nee, also auf jeden Fall so ein kleines, ich würde mal sagen, verstecktes Rechtsverteidiger-Talent, was man bei sehr wenigen Leuten nur zu Gesicht bekommt. Einfach, weil der, wie gesagt, nicht gerade in der bekannten Liga spielt, aber trotzdem ist eigentlich ganz nice, hat dazu noch ein ganz ordentliches Tempo und eben ein sehr gutes Potenzial, was ihn auf jeden Fall als Rechtsverteidiger sehr brauchbar macht. Wir haben unser erstes Spiel gegen Atalanta. Ich versuche mal das Beste aus der Mannschaft rauszuholen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Ich würde Jovetic um ehrlich zu sein auch sehr gerne verkaufen. Funktioniert aber momentan einfach leider nicht, weil der erst kürzlich auf den Verein zugestoßen ist. So sieht die Formation jetzt erstmal aus mit Handanovic, Miranda, Murillo, Semedo, Ansaldi,
Carvalho, Coutinho, Banega, Perisic als Mittelstürmer, rechts Kandreva und links haben wir Marko Arnautovic. Und wir gehen auf jeden Fall in den Saisonauftakt rein gegen Atalanta Bergamo und hoffen natürlich auf einen Sieg in der Simulation. Das Ganze sollte auf jeden Fall drin sein, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt nicht so eine starke Mannschaft, dass man sich da so groß fürchten müsste vor. Arnautovic trifft direkt bei seinem Debüt 1:0 in der 26. Minute und das Ganze überspringe ich jetzt auch einfach mal 2:0. Und wer macht das Tor? Richtig, Marko Arnautovic. Was ein geiles Debüt für den, ja, etwas schon älteren, 26-Jährigen, aber auf jeden Fall noch in absoluter Bestform, beziehungsweise er findet jetzt gerade in seine beste Form. Hätte ich absolut zugeschlagen. 4 Millionen verlangen wir mal für Nagatomo von, wer war es, der ein Angebot gemacht hat? Ich konnte es jetzt nicht genau erkennen. Kio Verona war es. Und wir haben nochmal eine Simulation, vielleicht gegen Carpi. Die Mannschaft ist gut in Form. Jetzt, ich sehe schon kommen. Form wird gleich wieder absolut unten sein, wenn wir das Ganze verlieren sollten. Aber Carpi als Aufsteiger ist doch eigentlich ein machbarer Gegner. Haben jetzt auch nicht gerade die absolute Top-Mannschaft mit Verdi. Ein sehr großes Talent für die Leute, die fragen, ist das der Romagnoli, der bei Mailand spielt? Nein. Wie gesagt, wenn ich schon gerade erwähne, nein, das ist er nicht. Kandreva verschießt einen Elfmeter, trifft aber 6 Minuten später trotzdem und da ist der Ausgleich. Kandreva, den Elfmeter hättest du ruhig reinmachen können. Jetzt ist die Frage, spielen wir hier tatsächlich das erste Mal 1-1 und lassen Punkte liegen. Melo für Carvalho rein, Ansaldi mit Gelb. Es ist ein 1-1. Kandreva, das geht auf deine Kappe, ganz ehrlich, das geht echt auf deine Kappe. Aber gut, die ersten zwei Saisonspiele sahen schon mal gar nicht schlecht aus. Wir haben sogar schon mal die ersten Verbesserungen. Bei Handanovic, Miranda, Perisic verbessert sich ebenfalls und Kandreva nicht. Ja, Melo geht schon runter, Gabriel verbessert sich, Konokbia verbessert sich. Erkin ist schon um 1 hochgegangen, Brozovic ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Wird, denke ich mal, in der nächsten Folge auch von Anfang an ran dürfen. Und ansonsten Nagatomo auf 75 und Jovic sogar auf 81 hoch. Gar nicht schlecht, muss ich sagen. Könnt ihr mir mal unten in die Kommentare schreiben, Jovetic mehr spielen lassen oder das Ganze eben jetzt in der Formation jetzt hier erstmal weitermachen mit Perisic als Mittelstürmer. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Das war die erste Folge des Inter Mailand Karrieremodus. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, smasht auf jeden Fall ordentlich den Like-Button, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf die Karriere. Wie sieht es bei euch aus? Gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Bis dann, haut rein und ciao.